Und damit hallo und Servus, liebe Leute, willkommen jetzt wieder zurück zu Let's Platin Horizon Forbidden West in 7. Stream, wohl vermutlich auch der letzte, weil allzu viele fällt ja nicht mehr, wir waren ja beim letzten Mal im vorletzten Cauldron, also in der vorletzten Brutstätte drin, also da fehlen jetzt noch ein Viertel. Ein paar Außenposten brauchen wir halt noch, also die großen Basislager von den Rebellen, dann ja die anschließende Quest, da dafür dann ja zum Schönen von einer bestimmten Person, keine Ahnung mehr wie sie hieß. Und dann, perfekt, der ist sogar hier gespeichert. Ist ja noch besser. Genau, das finden wir ja beim letzten Mal runter. War ein bisschen blöd. So. Juli. So, machen wir mal das hier weiter, dass das durch ist. Ein paar Maschinen brauchen wir da auch noch. Ein bisschen was überbrücken. Dachtratio. Geht's jetzt zum Wochenende. Und dann, ja, sehen wir den Rest dann auch schon noch. Haben wir nicht Gegner? Ja, sorry, Holger, mach halt länger. Ja. Ne, ging nicht vorher, weil wir haben aber hier Auto voll geladen. Wir fahren ja morgen hier hoch nach Meschetten, also das Flüchtlingslager ja für die aus der Ukraine. Das sind ja 230 Flüchtlinge. Haben wir alle Spielsachen und so Zeug. Fahren wir dahin morgen. Naja. Da bleib jetzt hier. Ja. So, meine Güte. Gut, so, also wieder weiter geht's. Das muss jetzt hier durch. Können wir gleich direkt nach Doppelplatin holen. Plus davon GTA 5. Wäre natürlich nice. Wenn jetzt so hinhaut. Geht da hoch. Oh Mensch, Mädel. Danke. Tja, na also. Ohne runterfallen läuft sogar. Gucken wir mal. Ja. Der eine ist alleine oder was? Wow. Na dann. Doch nicht. Ich kann sagen, einer allein gibt es relativ wenig Sinn, hier aber eine kleine. Ja, moin, Maddy. Ja, na gucken wir mal hier. Gut, eineinhalb Stündchen habe ich ja jetzt noch. Gut, sagen wir jetzt eine halbe Stunde später mit der Extraction losgeht, ist auch wurscht. Aber ja. Wäre denn noch nice. Ich glaube, zwei oder drei Viecher werden mir auch noch, die ich scannen muss. Ja. Der Klang gefällt mir nicht.
Die Zeit drängt. Ach ne, jetzt schon wieder. Das Vieh nervt. Nein. Aber was war es? Gibt es anscheinend nicht viel. Glaube ich. Weiß auch Zero mehr, wenn er kommt. Weil der hat ja auch Platin gespielt. Letztens das. Als ich vor einer Woche oder so. Das Mistvieh. So. Geht doch. Der Kern ist neu gestartet. Mann. Diese Maschinenüberbrückungen sollten nützlich sein. Alte Frau, ja genau. Was soll wir denn dann sagen? Ah je. So. Ich muss wohl einige der Überbrückungen wiederherstellen. Fokus erkennt manche von mir. Das ist ein Vorteil bei mir, weil ich am PC sitze. Ich schreibe meistens dann in, was ich Word oder sowas rein. Na? Das ist ja natürlich dann Copy-Paste. Geht schneller. So, die haben wir auf. Das ist nur noch eine. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Schätze, ich sprenge mir den Weg hier raus. Ja, oder Laptop oder so, oder Tablet? Handy? So, Juli, der ist. Ja. Da. Da. Wie ungültiger Ort. Ah, das ist sogar ein Außenposten. Verweigerer. Ne, wenn ich hier das hier. Das war das ja, oder? Rebellenlager. Hm. Ach scheiße, auch gehen wir von hier. Auf eine Steintafel. Ah ja. Oh Mann. Du, Fremde. Komm, wir handeln.
Geräusche. So. Hallo hier. Der Himmelsklan hat auch ohne Tekotis maßlosen Stolz noch Probleme. Einige im Wolken. Jo, das gibt einen Sinn, ja klar, ja. Mal so Steintafel meißeln. Da sitzt du mal ein paar Stündchen dran. Geil. Oh Mann. So, dahin pösen hier. Die Level 40er, identisch mit mir, okay. Die Maschine ist feueranfällig. Ja. Oder als beim anderen, keine Ahnung, ob es die Ausbossen sind, aber gut, ich weiß, wo sie sind, von dem her ist wurscht. Da haben wir ja da auch schon, aber halt alle. 6, glaube ich, sind es. 6, na doch, 6 waren es, glaube ich. Ja. Oder so ein paar Renngedönsel. Starker, da muss ich jetzt auch hin. Oh nein! Kannst du dich hier verlassen, bis du sie abgeschlossen hast? Na dann. Egal. Hutstätte, Kappa, ja, das passt ja auch her. Diese Schaufeln, sie erzeugen Strömungen im Wasser. Na gut. Diese Kiste, damit könnte ich auf den Vorsprung klettern. Ich muss es von weiter weg versuchen. Geil. Was jetzt? Ob jetzt so nicht hinkommt. Mal gucken, ob sie Bugs ausgeschossen haben. Ja, nice, Maddie. Siehst du, sie läuft doch. Das ist trotz Steintafel. Okay, kriege ich nicht. Schade. Ah, okay. Down Zero. Ach, Bärchen. Siehst du, Holger? Da kannst du fragen, ja. Aber ich meine Ghost Runner, hier Zero. Weißt du das noch mit deinem Ghost Runner? Collectibles hat es ja nicht viele, glaube ich, oder verpassbares Zeug so rum.
Ja, wurscht. So. Ach nö. Tag, Mutti. Ja, ja. Nächste Mal. Da siehst du, Holger, ne? Das ist mal ein Service hier von Zero. Scheiß drauf. Oh, oder nicht? Wand. Jetzt kann ich nach unten gleiten. So. Sehr nice. So. Oh, 4. Ich wusste, es war nur von 3. Wer will ich denn noch? Bärchen. So. Mal nur das. Hier könnte ich wohl hochklettern. Oh. So nicht. Ah. Ja, das, was ich am meisten benutzt habe. Da drüben ist ein Knoten. Da kann ich ihn von hier nicht überbrücken. Ich komme von hier nicht zum Kern.
muss weiter und auf einen anderen Weg dorthin hoffen. Dieser gesamte Ort scheint eine Art Pumpe zu sein. Aber eine Pumpe wofür? Pumpe. Haben die genervt, okay, also scheiße. Ganz grob ja, Maddie. Das wird dann egal. Mirror's Edge ist auch geil. Erfrischend, schätze ich. Ups. Späteren, okay? Aha. Ach, hey. Lass ihn einfach mal irgendwas überlassen. Nö. Da, wurscht, man muss ja damit nicht spielen, wenn man denkt, das wäre OP oder so ein Scheiß. Ja, das ist, naja. Jetzt bin ich nur wieder hier. Oder war ich da schon? Nee, war ich nicht. Na dann, machen wir es also noch höher. Okay, da ist ja nix. Gerade hier, ne? Ja, was ist da irgendwie so eine komische Kiste?
Ach du Mochis, okay. Ja gut, dann muss ich halt nur normal machen. Jetzt nicht. Okay, hau rein. Die Kiste könnte nützlich sein. Ja, die können doch hier nicht rausziehen, oder? Vielleicht kann ich zum Tunnel klettern, wenn ich sie unter das Geländer stelle. Ja. Aber wenn die Kiste da drin ist, bringt es auch nicht viel, ne? So. Damit kann ich den Wasserstand senken. Und du möchtest das Problem lösen. Nein. Bin ich da. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Theoretisch. Naja. Gut, also sagen wir so was Ähnliches ist das jetzt halbwegs Problem, mehr oder weniger, was wir jetzt aber Extraction hier haben. Das ist halt hier direkt zu Release was einfacher. Oder mal. Am Arschbärchen. Vielleicht kann ich jetzt den Tunnel erreichen. Ja, kannst du mal einfach nur mal so in den Gruppen oder so rumfragen, ob sie nicht einen Easy Mode machen. Viel weit drüber. Auch überschieben oder sowas kann ich jetzt auch nicht, ne? Da geht es. Nee. Ich muss nur die Kiste zum Geländer an der Wand bringen, dann kann ich raus. Ja.
nur die Frage, wie. Juckt die auch nicht. Da bewegt sich nichts. Ja, da muss das ganze Loch rein. Oh. Scheiße. Gut, hilft nichts. Naja. Also das Spiel hier, Horizon Forbidden West, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ist weitaus schwieriger wie Elden Ring. Kam heute ein Test raus. Also, Horizon Forbidden West ist schwerer wie Elden Ring. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, ja. Oh, jetzt aber. Ich muss den Wasserstand wieder erhöhen. Mit der Kiste zu dem Tunnel klettern. Dann mal los. Ja, genau. Der ist richtig, ja, zur Not. Deinstallieren, installieren ohne Patches, Updates pausieren und gut ist. Ja. Und klar, Mimik und allem drunter, dann geht es ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt schon mal den Charakter geladen hat, mit dem aktuellen Patch, dass du dann auf Version 1.0 deinen Charakter nicht mehr laden kannst. Das heißt, neues Spiel. Müsste ja nochmal komplett von vorne anfangen. Ist auch weg. Ein herumkrabbelnder Oder nee. Haben wir die schon mal? Was sind wir jetzt hier da? Na, danke euch. Weglaufen, oder? Thank you.
Ach. Ach, Loki. Haben wir es jetzt? Ah, keine Muni ist schon mal schlecht. So. Ein Weg hier raus, aber ich kann ihn nicht erreichen. Noch eine Kiste. Genau, was ich brauche. Von hier kann ich bestimmt auf die Metallwaage springen. So. Ja, wow, auf PC. Cheat Modes an, 20 Sekunden bist du durch. Cheat Engine following. Mit der Kiste erreiche ich den Vorsprung. Da bin ich sicher. Ich kann das Ding nicht im Wasser bekämpfen. Ich muss mich beeilen. Jetzt hier also Boomhorn zurück. Was ist jetzt hier für ein Kack? Nee. Eher nicht. Ja, Horizon auf die Extraction auf keinen Fall. Was? Nee. Also Extraction, aber sowas von nicht. Na dann. Ich muss wieder zurück in den vorherigen Raum. Nur von dort aus kann ich das Wasser nehmen. Auch den Toten habe ich schon gesehen. Der könnte helfen.
werden. Ja. Okay, komm her, das ist nichts hier. Na, das ist echt schlimm. Denn weg. Jetzt ist er weg. Weg. Ah, oder nicht. Das ist ja nice. Ja, das ja, ja. Das ja, aber halt von meinen Spielen her, ne? Da kommt immer so Hannes oder sowas hier dazwischen oder gerade wie bei Elden Ring, halt auch irgendwie Kackboss hier. Na, ja, ist halt so. Ah, also. So, Dalle. Gut, besser als wenn man nichts so hat, das ist aber richtig. Naja. Das ist auch wohl wahr. Und auch so ist es für mich auch viel besser, wie wenn es ich entscheiden müsste. Aber sonst sehe ich immer davor mit, ah, war jetzt das, das habe ich auch Bock auf, das habe ich Bock auf, das habe ich Bock. Hm. So habe ich jetzt meinen Plan, dann ist gut. Dann muss ich ihn jetzt selber überlegen. Das ist immer gut. So. Schimpärchen, ja. Naja, Mai. Manche gehen halt gefühlt, dass ich sage mal, first try, wenn manche gar nicht. Städtentüren. So sollte ich rauskommen. So, wo bin ich denn jetzt? Komm nicht raus. Jetzt. Wieso denn Glatze? Das sind 3 mm. 3 mm ist keine Glatze. Diese Brutstätte pumpt Wasser rein und raus, um die Wassermaschinen zu öffnen. Oh Gott, das haben wir. Aber
das andere Gedönsel das nicht, das auch nicht. Nein. Das machen wir danach. Ach, wo habe ich es denn gesehen gehabt? Nee. Ist die Basis? Es kommt aber auch nicht hin. Am Tag hin. Einmal dein. Hin etwas Schweiß abgespült. Ist nix. Willkommen, Fremde. Grüß Gott. Du flugst auf den Flügeln der Zähne. Haben die Maschinen jetzt eine Ehre? Wie war die Antwort? Genau. Hast du eine Belohnung? Eine Menge Grünglanz wäre praktisch. Scheint, als müsste ich da hochfliegen. Und eine Bombe von einem Horus würde mit den Maschinen sicherlich helfen. Ja, geht mir genauso. Ah, 1600. Ah. Gut, da wäre das. Ja, von dort aus. Da wäre noch so ein Rebellenlager. Soll ich kämpfen oder eine Bombe finden? Hier ist also eigentlich der Plan. Komm.
Ein Vorrat schadet nie. Da ist das Versteck. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich nehm's an. Na ja, ist doch nicht schlecht, nicht schlecht. 42. Ja, ich Bärchen, sieht echt gut aus. Passt. nee. So, wohin will ich jetzt? Nein! Komm, wir handeln. Ach stimmt, da war ich jetzt schon mal bei denen. Beachte
Was ist hier los? Doch nicht. Die Mauerbrecherin. Nicht trödeln, Soldatin. Ich komme, ich komme. Nö. Schon hier rumstehen? Die letzte Patrouille hat eine Frostklaue im Tal erspäht. Denkst du, was ich denke? Steinfalle auf den Klippen? Und Lohe. Sehr viel Lohe. Sind ja die hier? Uns wurde eine Lektion. Ein Geist. Wer kommt? Die sind es. Genau. Muttis Gelb ist schöner. Das ist ein Tick heller, glaube ich. Sturmvogel kämpfte. Ach so, ja. Ich finde, dass ich dich beeilen soll, ja. Das ja. Eieiei. Was ist denn los? Nee. Das ist es schon mal nicht. Eine Eule. Ach da. Das ist meiner.
Naja. Fest. Ich frage mich, ob mein Fokus mir etwas zeigen kann. Nee, den haben wir ja. Ist da? Noch ein Teil der Rüstung. Hey! Ball. Lager nicht. Ja, siehst du mal, Bärchen, ne? So muss das auch. Ne. Was ist das hier los? Eins fehlt. Da. Ungefähr. Hey, da war ich ja schon, oder? Oh, dieser Kackvogel. Ich komm wieder nicht raus. Da, Hanski. Sieht auch wie ein Rüstungsteil aus. Das war's dann wohl. Die Nackt sollten erfahren, dass ich Reste von Ferrikas Ausrüstung habe. So. Jo, das ist eine Einstellungssache, Loki, ne? Du kannst halt vorne auf volle Pulle machen und mich zum Beispiel auf stumm. Geht ja auch. Oder so was. Hier ist auch noch reparieren, können wir es selber machen, ja. Nee, nicht aufgeben. Dann lieber ein, zwei Tage Pause und dann nochmal machen. Aufgeben ist nicht. Das ist nicht schwer. Du musst dir nur merken, wie wo was. Warte. Bestobjekte. So, dale. Da haben wir die auch. Jetzt hier. Genau. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist auch nicht. Danke euch, danke euch. Wir müssen zur Cool Route. Sehe ich das jetzt irgendwo hier? Aha.
Ach, da unten ist es. War nett, aber ja. Der Flugzeug ist einfacher. das stimmt so schon. Also, Flugzeug ist wirklich einfacher. Nichtsdestotrotz, ich biege noch einmal ganz fix ab hier. Ich wollte mal fast meinen, dass wir das Ding durchziehen. Auch der Rest bis Platin. Wobei, Schuhe 50, ach, keine Ahnung. So, ich biege mal ganz kurz ab. Gleich wieder da.
So, da sind wir wieder. Ja, also wenn aber das scheiß eng hier, dass ich das hinkriege hier. Ja, aber gut. Guck mal. Danke, danke, danke. Lieber was und so. Auf 8 Level jetzt noch. Für den Schlunz, was ich jetzt hier eigentlich noch machen muss. Kriege ich keine 8 Level, also muss ich farmen. Das könnte dann eng werden. Aloy, du bist wirklich gekommen. Konntest nicht widerstehen, oder? Ich dachte. Legen wir los. Nee, brauchst du nicht, aber. Mach lieber dann nicht Extraction weiter, weil das zieht sich dann eh noch ein bisschen. Ah, scheiße. So. 16, oh Gott, das war aber, Alter. Eie, oje, oje. Munition leer. Andere Seite. Danke. Eieiei, was ein Rennen hier, ja. Kann ja Need for Speed Pass einpacken hier. Aber ja, die Rebellen aus dem Posten. Ach komm schon. Echt jetzt? 3 Meter oder was?
Auf geht's. Ja, wir sind jetzt hier lauf. Ei. Das geht ab, ja. So. Geht doch. Mei, oh mei, oh mei. Oh, danke. So.
So. Tag, Hoa. Danke. Yep. Ja, also sehr stark Gummiband drin, aber gut, ist ja egal. Na. Na, ist schon lustig, ja. Da. Ja, das Zeug da ist ja eigentlich das längste jetzt auch, was ich machen muss. Bis auf klar Level 50 halt. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiterpatrouillen in der. Ich wurde entdeckt. Ey. Einen anderen Weg ins Lager suchen. Genau da. Ich könnte diese Wand hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Verstanden. Das wird persönlich. Auge um Auge. So, Anführer. Nö. Ich glaube, eins dieser Gebäude ist das Kommandozentrum. Nein! Auf sie! Auch nicht? Ah ja. Maschinen überbrücken. Mal sehen, was ihr mit all dieser Lohe anstellen wolltet. Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Ich weiß. Der Menge da draußen könnt ihr etwas Großes sprechen.
Wellenlage abgeschlossen, sehr schön. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Einmal der Hive, das hatte ich ja aber, glaube ich. Upp. Ist das hier? Ja. Dann dahin. Naja, ein paar habe ich ja, ein paar nicht. Wobei das gerade eben ja als relativ schnell ging. Geht ja nicht. Oh, eine alte Maschine muss ich auch noch gucken. Apropos, was fehlt mir denn da eigentlich überhaupt noch? Eins, zwei, zwei. Gut, das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Gerade die zwei, dann müsste eins entweder oder sein. Ich glaube, Transport, Schmarrn. Transport fehlt mir ja noch eine und ein Angriffsding, glaube ich. Irgendwie sowas. Und dann werden die zwei nochmal jeweils zwei Trophies. Ne, drei dann schlussendlich. Ja, passt. Das ist aber echt noch nachfahren, ja. Auf 50 komme ich nicht mehr. Jo, Donnerkiefer halt, ne? Abgrasen mal wieder. Einige treiben sich noch immer herum, auch wenn Regala Geschichte ist. Sie haben die Maschine platt machen! Da ist jemand! Schmerzen, jetzt wird's persönlich. Ich wurde entdeckt. Oh, der war nicht der Big Chef. Auch nicht. Ich höre die Ausrüstung zum Brücken. Okay. Die Verweigerer schwerer, neue Maschinen zu überbrücken. So, was sehen wir, wo ist hier Big Boss?
Soldaten. Wildschwein. Das soll ja nicht der Boss sein. Scharfschützen. So. Da, Stefan. Hab's ja, Stefan, dann können wir gleich loslegen, ja? Neue Adresse, Montag. Bei dir braucht es sonst nichts. Mal nur fix das Rebellenlager, das werden wir kümmern. Weil das wird Getter lieber. Wie das jetzt hier aus Biegen und Brechen jetzt so durchzupushen hier. Von hier wird das Lager geleitet. Da drüben! Ich mach sie fertig! Gut. Der Gerät. An alle Ingenieure und Agenten. Findet die Nora, die unsere Anlagen lahmlegt. Und wer sie nochmal Retterin oder Streiterin vor mir nennt, dem schlage ich den Kehlkopf ein. Asera! Wir brauchen dich. Ruhe bewahren. Ich bin gleich da. Spürt sie auf und tötet sie. Und dann bringt ihren Fokus zu mir. Würde Silence nicht gefallen, wenn ich all diese Daten bekäme? Ich habe wohl einen gewissen Ruf. Was führt ihr sonst noch im Schilde? Ja. Ein Überbrückungsmodul. Durchbohren die Rüstung einer Maschine und pflanzen ihr das Modul ein. Ja, ach, da ist noch was. Zur Aufstockung der Anzahl an Maschinen, die gefangen und überbrückt werden.
Verderber in der Gegend für Überbrückungsmodule. Und die Söhne des Prometheus modifizieren sie für den dauerhaften Einbau in die Maschinen. Jetzt haben sie Befehl, noch viel mehr zu überbrücken. Wird schwierig, wenn ihre Ausrüstung zerstört ist. Ich kann los. Oder mich um die restlichen Rebellen kümmern. Dass die Söhne des Prometheus jetzt wissen, wer ich bin, erschwert es sie aufzuhalten. Wenigstens habe ich jetzt einen Namen. Asea, ihre Anführerin. Sagt mir zwar nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Oh. Aus Versehen vergessen. Das klingt auch gut. Na ja, gut, von den restlichen drei, keine Ahnung hier, was da mir noch fehlt. Ja. Und ich fasse bei ihr noch mal kurz, machen wir scheiße noch. Und dann hauen wir ab. So. Die 8. Da ist das. Das hier ist es. Ja, müssen wir noch die Viecher schnell machen. Was wir da noch fehlen, ich dachte, Flughorn hätte ich schon mal gehabt. Geht es hier jetzt nicht? Ah. Ist der kaputt gegangen oder was? Nicht schon wieder. Ja, ob ich ja alle Rebellenlage durch habe, weil ich gerade so 44 muss ich 6 Level nachleveln. Ja, machen wir in dem Fall Montag. Nochmal sehr restvoll Platin. Das ist gut. Und seid ihr noch schnell die 2 Viecher oder was das? Dann lieber Extraction. Müsst ihr nur ein paar Viecher retten. Ein paar Operator. Ja, die andere Seite wäre ja auch noch von dem Schrotterfuzzi. Naja, ne. Wird doch nix. Na, schade. Ah, da. Noch eine Drohne, die die Biosphäre überwacht. Ich brauche ihre Daten. Ach, sei nicht. Die looten hier und das ist gut nach allem. Ja.
Haben wir es jetzt? Ah, da ist noch einer. Horn. So, ist das hier ja? 20. Ist der noch fix hier? Ja. Der fehlt auch noch. Jo. Der Rockbreaker. Ivan ist super hier. Muss ich schon für die nächsten paar Mal nochmal so ein scheiß Flugvieh holen, ne? Hm. Naja, ist ja überall auf der Basis, da passt er noch. Das eher nicht. So. Haben wir schon mal. Na, danke euch. Oh nö. Wo ist er denn hin? Hallo, kommst du raus? Oh ja. Nicht schlecht. So. Und zu guter Letzt mal noch fix die Basis. Gucken wir die Überbrückungen. Na, da fehlen mir eh nur ein, zwei Sachen. Würde ich gleich mal schon mal rausschreiben für dann Montag. Montag machen wir dann auf jeden Fall Platin. Das reicht dann.
Naja, du guckst halt für Doppelplatin und für GTA-Platin und so weiter. Außer also kann ich hier gleich nochmal einen Flugvogel danach holen. Bitte Rest. So. Ich sollte in mein Zimmer gehen und mir den Fokus aus diesem Rebellenlager ansehen. Also. Ah ja, okay, ja genau. Der Sänger, Pirscher. Ja, klar, das waren die, die ich jetzt sehe, weil ich das hier noch nie gehabt habe. Ja. Moment, das schreibe ich mir gleich mal auf. So. Ja, Chloe. Schnapper. Kirscher. Schreckflügel und ein paar Sänger, genau. So. Alles klar. So, jetzt haben wir 43, 3 Viertel. Passt, würde ich mal fast meinen. Was aber nichts mehr. Was haben wir jetzt? 88, glaube ich, war es, ne? Ja. 88%. Jetzt fehlt wirklich nur noch nicht mehr arg viel. Level 50 ist klar. Eine Beschaffungsmaschine von jeder Art erledigt. Fehlt wohl immer noch eine. Keine Ahnung. Kampfmaschine genauso. Da muss ich mal durchgucken hier, welche das ist. Muss ich halt schätzen, vom Namen her, was ich da schon gehabt habe. Das ist nett. Eine Waffe ist automatisch dann ja die letzte, die mir fehlt, gekoppelt sein an das nicht. Das ist die letzte Tante vom Rebellenlager, von dem da. So. Der gibt mir noch so ein komisches Ding, was ich momentan noch nicht habe. Und da kommt der automatische andere Trophy gleich mit. Ja, dann ist es noch Rebellenlager, dann diese Schrott-Sammler-Trophy. Ah, und halt die ganzen Maschinen-Dinger noch, plus Stufe 50, dann kommt es auch doch, na, wenn ich Glück habe, gerade so hin. Mit 50, aber ja, nee, reicht nicht. Das sind ein oder zwei Maschinen höchstens, die mir da fehlen. Ja. Ach stimmt, die brauche ich ja gar nicht. Muss ja nur noch jeweils eine killen. Gut, dann ist wurscht. Dann mache ich die Dinger wieder weg. So. Überbrücken brauche ich die Viecher nicht. Ja, Rebellenlager. Ja, und die Verträge. Alles klar. Ja, dann machen wir das hier am Rest am Montag weiter. Ja, machen wir das dann nochmal Platin. Dann. Und da sage ich mal so, ich trotzdem mal denke ich für Zuschauen, was Horizon betrifft. Wie gesagt, Motor Platin dann. Und ja, ich switche jetzt das ganze Ding wieder um hier auf Extraction hier mit dem Stefan. Und dann schauen wir mal, dass wir hier nochmal ein paar in Bauschaum verfrachten, die wir dann wieder retten müssen und so weiter. Also ja, sehen wir da gleich. So, haut rein, trotzdem mal denke ich für Zuschauen, beziehungsweise hier, ja, in meinem Fall hier, bis gleich.